Ach, ist das schön. Endlich Variante B. Schöne Farbe, 4 Abwehrlaser 1. Das ist alles andere als verkehrt, für den Anfang auf jeden Fall. Und damit hallo-seits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Wir haben die Kapitulation angenommen, weil viel Schrott kam dabei herum. Für den Sektor 1 wirklich sehr viel. Und weiter geht's schnellstens hier rum um die Ecke. In der letzten Folge Owen Pulsar angesprochen, wie toll ich das Spiel doch finde, wie einfach es doch erscheint und wie viel Zeit man da investieren kann. Aber jetzt erstmal vorlesen. Du bist an einem nur unregelmäßig genutzten Signalpunkt in der Nähe eines Pulsars angekommen. Kurz darauf springt ein Rebellenschiff in die Nähe. Du musst wohl kämpfen. Oh, Air Attacking. Na, bevor der Pulsar was macht, haben wir erstmal unseren Viererschuss abgegeben. Und passend dazu, wie schön das Spiel doch ist. Oh nein! Er wird hoffentlich Hacking bloß Stufe 1 haben, nervt trotzdem. Okay, wir gehen mit dem Viererschuss auf seine Waffen. Nicht erstmal auf das Schildsystem. Okay, 2 Waffen kann ich jetzt erstmal knicken. Wir kommen da nicht so einfach rein. Die Waffen laden bestimmt auch länger, wenn das allgemein gehackt ist. Gibt ja immer einen Nachteil, dass die Konsole nicht benutzt werden kann. Ah, der Pulsar, jetzt macht er bestimmt unsere Waffen aus. Nö. Okay, Moment. Die Drohne ist schlimmer. Die schießt öfter. Tschüss. Er musste erstmal das Leck reparieren, ist ja blöd. Jetzt stehen beide Schiffe erstmal still, weil sie beide nichts machen können. Oh oh. Ah, jetzt hackt er wieder. Schilder aus, na toll, er hat beide Waffen an. Oh, das wird schwierig. Auch noch betäubt, das geht denn bei ihm ab, ey. Dann hilf mal, dann kannst du mal was machen. Schilde sind ja eh gerade ionisiert gewesen. Will ich schießen? Er hat gleich wieder ein Schild. Ich warte mal den Pulsar ab. Ich habe ja gleich gar keine Waffen mehr. Ich werde eh nicht vor dem Pulsar schießen können. Waffen noch an. Wir schießen aus seinem Drohnensystem schneller. Mir ist zu spät. Nein, Bombvieh. Der Laserstrahl ist nach. Wir haben jetzt gleich wieder einen Schildpunkt. Komm, komm, komm. Jawohl. Gerade der, der so super reparieren kann, der repariert gerade nicht. Achso, ja. Bietet ja selbst Strom. Jetzt sind die Waffen mal aus. Oh, toll, das Cockpit ist auch noch weg. Schildsystem ist auch ionisiert. Ah, es läuft ja wunderbar. Jetzt will er abhauen. Seine Drohne ist aus. Wird gleich wieder hacken, schätze ich. Hör doch auf, du Kackarsch. Er wird bestimmt eh abhauen. Ja. Schießt uns kaputt und dann haut er ab, obwohl er viel besser dasteht als wir. Das verstehe ich nicht, aber soll uns noch recht sein, wir hätten das eh nicht mehr gewonnen. Wenn er uns gleich wieder gehackt hätte und mit dem, was wir gerade hier... Na, wobei... Das ist so viel gesagt, über etwas übertrieben. Aber jetzt haben wir nichts aus dem Kampf bekommen, außer Erfahrung und... 4 Höllenschaden. Toll, freut mich. Solche Kämpfe mag ich ja, diese feigen Schweine immer beim Abhauen. Das nervt. Gucken, was der Pulsar als nächstes kaputt macht.
Ah, ist kein Soldat drin. Schade. Was? Schon wieder? Du hast doch gerade erst. Jetzt haben wir gerade keinen Captain. Jetzt können wir nicht abdampfen. Jetzt müssen wir diesen Schussbuzzer noch abwarten. So, jetzt haben wir gleich ab. Wir haben eigentlich einen Tarnkreuzer, ne? Wir haben Rebellenlackierung drauf als Föderationsleut. Die Sensoren, fällt mir gerade mal so ein, Tarnkreuzer. Die Sensoren melden intelligente Die Sensoren melden intelligente Lebensformen auf einem nahegelegenen Planeten. In der Datenbank findet sich kein passender Eintrag, das sind wieder die bunten Pferdchen. Du landest auf einem riesigen Feld, in dem kleine bunte Pferdekreaturen mit 6 Beinen stehen. Sind das die Lebensformen, die deine Sensoren entdeckt haben? Versuchen dich friedlich zu verständigen? Verkaufen, die treten uns tot, das mache ich nicht. Ich versuche mich mal zu verständigen. Oh! Deine Kommunikationsversuche bleiben ohne Erfolg. Die Wesen starren dich nur mit leerem Blick an. Als du wieder verschwinden willst, kommt eine der Kreaturen auf dich zu und stößt dich vom Shuttle weg. Ha. Sie will anscheinend, dass du ihr folgst. Du kommst schließlich Du kommst schließlich zu einem alten abgestürzten Engi-Chef. Im Inneren findest du einen Engi, den du wiederbeleben kannst. Jawohl. Okay, die bunten Pferdchen, auch wenn wir... Ich versuche die vielleicht irgendwann mal in diesem Versuch zu verkaufen, aber da wurde ich schon so oft totgetreten. Damals noch ohne Let's Play. Das will ich nicht wieder. Und so finden wir jetzt was. Ein José. 3x Treibstoff, eine Rakete und 9 Schrott. Jetzt sind wir zu 5. Geil. Okay, dann geht die Batterie raus. Na, wobei... Doch, die Batterie geht raus. Ich will nicht die wichtigen Systeme durcheinander bringen, wenn der mal raus muss. Dann gehst du zu den Türen. Auch wenn du da keinen Strom rüberschieben kannst, mir ist Stabilität wichtiger. Es fehlt mir immer Strom. Okay. Und ja, weil mir das Spiel so sehr gefällt, habe ich es mir jetzt auch letzten Monat nochmal auf GOG geholt. Also Good Old Games. Für, ich glaube, knapp über 2 Euro, also weniger als ein Döner. Und ja, jetzt habe ich das Spiel zweimal, aber ich habe es eben zum Herunterladen. Ich finde GOG einfach toll. Da kann man sich seine Spieler, man muss kein Starterprogramm, also so ein Launcher wie Steam, Origin und so drauf haben. Man kann die Spiele auch einfach nur herunterladen und installieren. Also fast wie in den guten alten Zeiten. Good old times. GOG. Ja, und das finde ich sehr schön. Das finde ich ein sehr toller Service von GOG. Und für 2 Euro, jetzt habe ich das Spiel in dieser Form auch nochmal zum selbst herunterladen, ist es auf jeden Fall wert gewesen. Hab's aber noch nicht installiert. So, jetzt fliegen wir weiter. Unseren Leuten geht's gut. Ich muss noch speichern, fällt mir gerade ein. Du entdeckst einen automatisierten Aufklärer der Rebellen, der einen kleinen Treibstoffaußenposten angreift. Eingreifen und den Außenposten verteidigen. Hacking-Hatter und Rakete. Ja, doppelte Belohnung winkt. Das automatisierte Schiff erkennt dein Schiff als die größere Bedrohung und greift an. Wo hackt er denn? Ah, Cockpit, also ausweichen ist nicht. Rakete trifft auf jeden Fall, wenn das Ding gerade an ist. Wie viele Sekunden? 11? Mal gucken. Ich schieße auf jeden Fall auf das Schildsystem. Und damit auf die Waffe. Antrieb getroffen. Mist, die falsche Waffe ist noch an. Na, jetzt kriegen wir aber erstmal keinen Schaden mehr. Wir haben schon gut Schaden bekommen.
Jeder Schuss soll ein Treffer sein. Na toll. Ah, der Antrieb hatte bloß einen Balken. Das ist schön. Das Schiff bricht auseinander und du erbeutest so viel wie möglich. Dreimal Treibstoff, eine Rakete und 10 Schrott. Der Außenposten ruft dich, nachdem der Aufklärer zerstört ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir wurden die ganze Zeit von diesen Aufklärern schikaniert. Das hier geht aufs Haus. Dreimal Treibstoff, 2 Raketen und 12 Schrott. Vielen, vielen Dank. Du bist unser Springer, du machst das ganz. Weil Frederik kann die Erfahrung auch gebrauchen. Er hat ja schon mit seinen Mirapla-Fühlern einen Nachteil beim Reparieren. Ein Notfall, nehme ich den mit? Ich wäre eigentlich zum Nebel oben. Ich kann hier raus, kann hier raus, kann hier raus. Ich kann es versuchen, ich nehme den Notfall mit. Oh, José hätte geheilt werden müssen. Mist. Achtung, wir haben Rebellenlackierung, du nicht. Als du ankommst, fliegt ein kleines Zivilschiff über dich drüber. Du wirst dich schon kampfbereit machen, aber sie erklären dir, dass ihnen der FTL-Treibstoff ausgegangen ist und sie nicht springen kann. Aber es fliegt über uns drüber, weil es treibt. Treibstoff geben, dreimal, oder behalten und ihnen viel Glück wünschen und weiterfliegen. Wir geben Treibstoff, wir haben erstmal genug. Du gibst ihnen etwas Treibstoff und weiter. Danke, hier nehmen sie diesen zusätzlichen Schrott als Bezahlung. 23 Schrott, vielen Dank. So, José, abheilen. Upsala, das war die Tür. Upsala. Jetzt brauchen wir noch Strom. Dann nach oben. Könnt ihr noch mitnehmen, ja. Mach ich wohl. Die Sensoren melden ein großes Asteroidenfeld in der Nähe. Auf kurze Distanz könnten sie nützliches Material ausfindig machen. Das S bitte groß, während sich der FTL-Antrieb auflädt. Das Asteroidenfeld erkunden und Höllenschaden in Kauf nehmen. Wir haben nicht mehr viel, ich mach's. Eine Sprengung fördert nichts von Wert zutage. Okay, noch ein Notfall. 1, 2, 3, 4, 5, 4,5. Mist. 1, 2, 3, 4, 5,5. Oder gleich 5. Ohne Nebel 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hauptsache, ich nehme das Maximum hier aus diesem Sektor mit. Ein Rebellenschiff patrouilliert diese Region. Als du eintriffst, greift es dich sofort an. Hey, hast du eine Lackierung, du? Okay, 10 Sekunden. Er hat eine Flak 1 und einen Abwehrlaser, so wie wir. Flak weg. Zwei Systeme rot. Du bist der, der springen kann. Schon wieder fertig, was denn hier los? Diese kleinen Nadelstiche, die wir mit dem Abwehrlaser 1 mit den 4 machen. Ist sogar ein Feuer ausgebrochen. Diese kleinen Biester aber auch. Nehmen Sie alles, was wir haben, und wir beide vergessen, was passiert ist. Zweimal Treibstoff, 3 Raketen, 10 Schrott. Nö, ich brauche gar nicht so viele Raketen für den Moment. Umgerechnet sind das, 3 Raketen, die wiegen schon einiges. 28. Ist doch schon mehr als gedacht. 34 Schrott. Mache ich das? Ich bekomme eh kaum mehr. Im ersten Sektor. Ich probiere es mal und nehme es mal nicht an, aber es wird wohl eine Fehlentscheidung sein. Ich will es aber mal ausprobiert haben.
Also 18, 28, 34. Ja, war ein Fehler. Das Schiff explodiert und wir halten 2 mal Treibstoff, 1 mal Dornteil und 13 Schrott. Umgerechnet 21 plus 6, 27. Ach, oh. Ups. Aber hier ist wohl nichts. Dieser Signalpunkt wurde für eine nahe zivile Raumstation errichtet. Niemand setzt sich mit deinem Schiff in der Verbindung. Okay. Ging ja nochmal gut. Blub. Jetzt gehen wir zum Notfall. Wir müssten uns beim nächsten Laden heilen und vielleicht noch eine tolle Waffe kaufen und einen davon abgeben. Von dieser Abwehrlaserei. Du stößt auf eine Reihe von Schiffen, die von einer kleinen Raumstation flüchten. Du rufst sie und erhältst folgende Nachricht. Oh nee, die Alienspinnen. Hilfe, wir werden von riesigen Alienspinnen überrannt. Tut mir leid. Aber mit denen ist nicht zu spaßen. Du kannst es nicht riskieren, an irgendeiner abgelegenen Station gegen unbekannte Aliens zu kämpfen. Du machst dich bereit für den Sprung. Schade, aber ist so. Hätten sie sich mal einen anderen Notfall ausgesucht. Findest eine Raumstation für Reisende, als du dir das Angebot ansiehst, stößt du auf eine Kneipe voller Söldner. Du suchst nach potenziellen Crewmitgliedern. Die können aber alle nichts Besonderes. Wir sind schon zu fünft und ich spare lieber auf Schiffsreparatur und womöglich auf... Eigentlich ist ja zuerst immer der zweite Schildpunkt dran. Aber eine weitere Waffe kann auch nicht schaden. Eine richtig gute Waffe, die bis zum Ende reichen könnte. Niemanden anheuern. So, eins, dann sind die da. Ja. Es passt ja. Wenn wir da sind, sind die da. Wenn wir hier hingehen, sind die da. Gefahr. Ein Einer schildert einen Mantis mit einem nicht besonderen Schiff. Nebel sind dafür bekannt, beliebte Jagdreviere der Mantis zu sein. Es wäre gut gewesen, diese Information zu beachten. Ach nö, geht schon. Gut, ich mach's wieder so. Ich habe keinen Bock auf weiteren Schaden. Das hätte ich schon eher machen sollen. Komplett auf die Waffen. Ein Schildpunkt, 3 Schüsse treffen vielleicht. Rakete weg. Jetzt kommt die erstmal an. Und 20% ausweichen. Treffer. Ist eine Artemis. Hat einen 2er Schaden gemacht. Kein Höhenbruch, kein Feuer zu hören. Jeder Schuss ein Treffer. Bei einer Schildschiffen sollte ich komplett auf die Waffen gehen. Ein Schuss geht auf den Schildpunkt, die anderen 3 treffen vielleicht. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. Einmal Treibstoff drunter und 17 Schrott. Und zum Ausgang. Das den Langstreckensignalpunkt erreicht, ist der FD-Antrieb geladen, sind wir weg und ein Schiff mit auffälliger Piratenkennung umkreist einen Mond in der Nähe und sendet die einfache Nachricht, dass es Ausrüstung zum Verkauf bietet. Könnte eine Falle sein. Aber ich hab's relativ nötig, ich rufe das Schiff mal. Okay. Die wollen uns verarschen. Ich hätte doch gleich angreifen sollen. Der Schiff antwortet, ja, wir haben eine große Auswahl. Kommen Sie an Bord und schauen Sie sich um. An das Schiff andocken und womöglich einen Leut verlieren oder das wirkt irgendwie gefährlich, verschwinden. Ich will angreifen, jetzt noch. Ach, geht doch, super. Als du dein Schiff umdrehst, aktiviert der Pirat versteckte Waffensysteme und nimmt die Verteidigung auf. Du wirst kämpfen müssen. Entweder wollte er das sowieso oder er war einfach beleidigt, dass er kein Geschäft abschließen kann, weil wir abhauen wollten. So oder so, Kampf ist gut. Wenn es droht, ein Crewmitglied zu verlieren. Also Schiffskampf. Kampf bei uns an Bord wäre kacke gewesen. Und der Laser ist noch da, aber er kann ja nichts wegballern.
Weil der Jungkram weg ist. Gucken, wie das mit den vier Schüssen bei einem Zweierschild ist. Wird schon kniffliger, deswegen will ich dann doch schon... Da wie das klingt. Bald mal eine bessere Waffe haben. Schnellfeuerlaser 3. Nee, 2. Schnellfeuerlaser 2 und dann noch 3 Abwehrlaser. Abwehrlaser sind einfach Schildknacker. Laden relativ schnell auf und damit bekommst du einen Schildpunkt weg. Wobei, Flaks sind auch Schildknacker. Selbst die Flak 1 kann 4er Schild wegmachen, wenn es sehr gut läuft. Das Schiff explodiert und hinterlässt 2x Treibstoff, eine Rakete und 14 Schrott. Jetzt brauchen wir nur noch einen Laden und den gibt es vielleicht im nächsten Sektor, aber bis dahin, macht's gut. Und tschüss.